Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Mann, Hallo. Was nochmal? pünktlich wie die Maurer, habe ich gesagt. Oh, das ist bei mir ein schlechtes Sprichwort. Wir haben mal 2 Jahre auf die Maurer gewartet. Das war gar nicht lustig. Heutzutage Da hat sich gab's viel hier geändert. einen Sturmschaden am Mauerwerk, ne? Oh Weil mein die Gott. das schlecht gemacht haben. Und das hat Ja, 2 Jahre gedauert, bis sie dann vom Gericht gezwungen wurden, das zu reparieren, ne? Eine meine Güte, aber wieso denn? Riesensauerei. Ne, die haben ja gesagt, es wäre ja nicht deren Schuld gewesen. Dann Deren kamen Schuld. Baugutachter und ein Statiker und die haben halt das Ergebnis war dann, die haben einen billigen Mörtel verwendet. Ne? Die haben keinen guten Mörtel genommen, Material. sondern irgendwas aus Polen verwendet und dann kann das ja nicht Meine funktionieren. Güte. Ne? Eine Riesensauerei. Und dann haben sie einfach Insolvenz angemeldet. Und danach? Dann sind sie insolvent gewesen, da haben wir nie was wieder gesehen von denen. Ne? Mein Gott. Mieses. Müssen Sie das nochmal wieder bezahlen, oder? Ja, das hat dann eine Ah. andere Fachfirma gemacht. Das ist sehr ärgerlich gewesen. Das Das war würde ich nicht sehr schön. wissen. Und wie ist es Ja, dann. Ihnen ergangen in den letzten 2 Stunden? Ja, viel zu tun eigentlich. Ja. Viel zu tun. Was steht denn an Aber bei Ihnen? Den ganzen ich Tag mag telefonieren, pünktlich zu oder? sein. Also, ich telefoniere fast den ganzen Tag. Ich Ei. trade, also das ist ein bisschen kompliziert, weil ich muss traden und telefonieren. Also ich mache das fast eine halbe Stunde telefonieren, danach eine halbe Stunde traden. Wenn wir Ah. gute Signale haben, dann bin ich immer am traden. Dann kann Sie ich nicht sind telefonieren. der Springer sozusagen. Aber der ganze Tag ist voll bei mir. Aber nichts zu tun. Also besser zu arbeiten Ja, das als stimmt. gar nichts. Ist das denn eine gute Aber Arbeit dort? es ist eine gute Arbeit. Es ist eine gute Arbeit. Schön. Wenn wir gute Kunden haben, wenn wir gute Klienten haben, dann ist es immer eine Freude Ja, klar, zu kommt arbeiten. natürlich drauf an, ne, wenn man da so am Das kommt Telefon drauf hat, an. ne? Das kommt drauf an. Also, wo ich Weil ja gar es nicht arbeiten wollen würde, wäre in irgend so einem Callcenter von der Deutschen Bahn oder sowas. Ich glaube, da ist er so vom Menschenlevel her bestimmt ganz schrecklich. So der Umgang, Ja, ne? stimmt, Das eigentlich stelle das ich mir stimmt. nicht schön Aber vor. wie persönlich habe ich, die meisten meiner Klienten sind eigentlich sehr freundlich und auch sehr gute Klienten, um ehrlich zu sein. Ist Und gut. ich, bis heute war ich echt zufrieden, also bin ich eigentlich echt zufrieden mit Das ist meiner doch Arbeit klasse. und auch mit meinen Kunden. Wie lange Weil sind ich Sie da versuche denn auch schon? mein Bestes. Also ich bin seit eigentlich 3,5 Jahren bei der Firma. Schön. Das ist ja eine Also gute nicht Zeit, so ne? lang, aber geht Na, eigentlich. Sie hören sich ja auch noch sehr jung an, von daher. Ja, ich bin in den 30ern. Also Oh, dann habe 32 ich, Jahre. da hab ich mich Ja. verschätzt. Ich hätte jetzt gedacht, Sie sind so Mitte 20 höchstens. Wirklich? Na. Ja, doch. Doch, Ich wirklich. bin nicht so jung, bin ich auch nicht. Da sehen Sie ein Kompliment für heute, das ist doch Ja, schön. das ist ein Kompliment. Ach, schöne Sache, Und wie schöne war Ihr Sache. Tag? Ach Was haben Sie ja, gemacht? doch, ich war ja bei der Bank, weil ich mich da ja ausgesperrt hatte, ne? Das hat Okay, zum Glück haben Sie was? funktioniert. Erstmal wieder Ausweis und hier und da sagt, Leute, Ah, perfekt. ihr kennt mich seit 40 Jahren. Ja, wir müssen das machen Perfekt. und das und Perfekt. dies und ach, ist das nervig. Aber Also was haben Sie das soll's, ne? geregelt im Ja, ich Endeffekt. habe das geregelt bekommen. Dann war Perfekt, ich auch schon sehr perfekt. früh wieder zu Hause, ne? Weil mein Folgetermin, der Aha. ist ausgefallen. Dann habe ich auch schon ich muss gerade noch mal gucken. Wie er den, jetzt habe ich die E-Mail schon wieder zugemacht. Aber ich finde es gut, dass Sie pünktlich sind, im Gegensatz zu den Ja, Maurern. ich versuche, immer Und pünktlich zu sein. besonders schlimm ist das ja mit den Zugvögeln, ne? Auf die konnte man sich immer verlassen und jetzt kommen die jedes Jahr später oder manchmal auch gar nicht. Das stimmt eigentlich, das stimmt. Und haben Sie Zeit gehabt, die Überweisung durchzuführen Ich oder noch suche nicht? das gerade raus. Okay.
Mir hat der Herr Denhardt geschrieben. Denhardt, ne? Ja, genau. Ja, ist das ein Kollege von Ihnen? Das ist ein Kollege, der ist von der Finanzabteilung. Ich habe ihn beauftragt, ihm die E-Mail zu schicken. Ah, ja. Mit der Bankverbindung und auch, ich habe ihm auch gesagt, dass der auch den Code, also den Sicherheitscode da drauf tun soll, damit sie wissen, dass das von uns ist. Ja, der ist auch damit drin, das hat er gemacht. Das ist schon mal gut. Perfekt. Jetzt wäre mir das nur ganz lieb, weil ich habe mal das Problem gehabt, ich bin mal bei so einem Gewinnspiel, ne? Da haben die gesagt, ich habe eine Reise gewonnen und ein Auto. Da bin ich mal auf so Betrüger reingefallen und ich kann mit meinem Konto nur im Inland überweisen. Ich bräuchte eine deutsche Bankverbindung. Ah, können Sie nicht im Ausland überweisen, weil die Bank ist normalerweise entweder in Zypern, Italien, England. Na, weil Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben ja auch eine Niederlassung in Frankfurt. Die Niederlassung ist da, aber wegen steuerlichen Gründen sind die Banken, also wenn wir deutsche Kunden haben, sind die Banken immer außerhalb von Deutschland. Und wenn wir italienische Kunden haben, sind die immer außerhalb von Italien, verstehen Sie? Und in der Schweiz auch, das funktioniert immer so. Ist das denn legal dann nicht, dass ich da Steuerhinterziehung mache? Doch, das ist alles legal. Alles ist aber legal. Sie haben ein deutsches Konto, oder? Weil dann würde ich das doch nehmen. Ich meine, ich muss das in die Steuererklärung ja sowieso reinschreiben. Das macht mir nichts aus. Wir haben die Finanzabteilung und die von der Finanzabteilung werden Ihnen danach alles erklären, wie das mit der Steuerhinterziehung funktioniert. Aber das ist alles legal. Jeder Kunde, wir haben Tausende von Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz und die Überweisungen gehen immer im Ausland. Entweder UK, also England, Zypern oder Italien und verschiedene andere Länder. Also ja. Sie brauchen sich darüber überhaupt keine Sorgen zu machen, das ist alles legal. Na gut, dann organisieren Sie mir mal eben die deutsche IBAN, dann mache ich das jetzt gleich fertig mit Ihnen zusammen. Ah, bei der deutschen IBAN wird es leider nicht funktionieren. Also wie ich Ihnen gesagt habe, jedes so eine Inlandsüberweisung, was sollte da nicht funktionieren? Das geht nicht. Das geht nicht bei der deutschen Bank. Warum sollte das nicht gehen? Also so funktioniert das eigentlich. So funktioniert das momentan und hat das immer so funktioniert. Also wie gesagt, die deutschen Klienten überweisen immer im Ausland. Wenn das italienische Klienten sind, gibt es auch keine Bank in Italien, verstehen Sie? Also die deutschen Klienten können nach Italien überweisen, aber die italienischen Klienten können nicht in Italien überweisen. Das muss eine Auslandsbank sein. Das funktioniert halt so. Das ist halt wegen steuerlichen Gründen der Firma und das funktioniert immer so. Das ist schon ein bisschen komisch alles, oder? Ah, das ist halt so. Das ist halt so. Naja, da ist jetzt halt die Frage, wollen Sie mein Geld haben oder nicht? Wenn ja, dann hätte ich gerne deutsche IBAN zum Überweisen. Momentan funktioniert das leider nicht, um ehrlich zu sein. Ah, das ist schade. Momentan geht das nicht. Ja, und was machen wir jetzt? Also jeder Kunde überweist es ins Ausland, das ist... Und wie geht's dann weiter? Überhaupt kein Problem. Dann, das Geld kommt auf Ihrem Konto bei uns, das Sie bei uns haben. Und wir können danach nochmal treten. Das ist das Gleiche. Im Endeffekt ist das Gleiche. Sie können auch ein Konto in England haben. Also wenn Sie ein Bankkonto in England möchten, können Sie das auch online überall aufmachen. Nee, danke. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich kann kein englisches Konto gebrauchen. Ich habe nicht so viel zu tun. Als Option, also als Möglichkeit. Die Möglichkeit immer zu handeln. Also wenn jeder Klient innerhalb von der EU irgendein EU-Land ein Bankkonto aufmachen möchte, dann ist es überhaupt kein Problem. Deswegen ist die Überweisung auch SEPA. Verstehen Sie? Was ist die? SEPA-Überweisung. SEPA-Überweisung, so heißt die SEPA-Überweisung in ein SEPA-Land, also innerhalb von der EU. Das sind ja interessante Ausdrücke. Das sind die Finanzausdrücke. Ich kenne sonst höchstens SEPA-Schale, ne, was man den Wellensittichen mit in den Käfig hängt, aber das hat damit nichts zu tun. Ne? Ich bin sehr tieraffin, ich mag Tiere, ne? Ist auch. Ja, haben Sie Haustiere? Ja, ich habe im Garten hinten, da habe ich mir so einen Lebenstraum erfüllt. Da habe ich mir so eine kleine Teichanlage mit Trockenbereich eingerichtet. Da wohnen vier asiatische Kurzkrallenotter. Wirklich?
Das ist absolut genial. Und dann habe ich hier, gibt es einen Bauernhof in der Nähe, so einen Gnadenhof. Ne? Da habe ich eine Partnerschaft mit einer Ziege. Mhm. Weil die kann man ja schlecht mit nach Hause nehmen. Ne? Ja, das stimmt. Das ist ja schön. Also wenn Sie die Zeit haben, können Sie mir ein Foto schicken per E-Mail. Also ich schicke Ihnen noch meine Kontaktdaten und meine E-Mail auch, damit Sie meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse und alles weitere haben von mir, damit Sie auch mich direkt anschreiben können, wann immer Sie möchten oder auch telefonieren. Ja. Telefonieren ist ein bisschen, klappt, aber meistens bin ich auch am Telefon und wenn Sie versuchen, mich zu erreichen, dann wird es klingeln. Aber wenn ich sehe, dass Sie mich angerufen haben, dann rufe ich Sie direkt wieder zurück, wenn ich die Zeit finde. Also Sie selber, Sie sitzen in Großbritannien drüben? Ja, in England, ja. Ist ja auch interessant, ne? In welchem Stadtteil von London sitzen Sie denn? Meine Schwester wohnt da drüben. Wirklich? Ja. In London, wo wohnt sie? In Brighton. Ah, das ist ja sehr gut. Das ist ja sehr gut. Also, Herr Maulwurf. Ja? Haben Sie den PC jetzt vor sich, oder? Ja, ich habe den vor sich. Sie wollten mir gerade sagen, in welchem Stadtteil von London Ihre Zentrale sich befindet. Die Zentrale, das haben Sie per E-Mail bekommen. Wenn Sie das sehen. Wissen Sie nicht, wo Sie arbeiten? Ich kann das leider nicht am Telefon sagen. Also wie? Das ist halt so. Sie dürfen am Telefon nicht sagen, wo die Adresse Ihrer registrierten Firma ist? Das ist aber komisch, oder? Ah, das ist überhaupt nicht komisch. Das funktioniert also. Ich darf auch kein Englisch sprechen, wenn ich bei der Arbeit bin. Das sind halt das so. Aber, das ist aber diskriminierend, wenn Sie sich in England aufhalten und kein Englisch sprechen dürfen. Das ist wie damals, als die Einwanderer den Indianern verboten haben, ihre Tänze zu machen. Das geht doch nicht so was. Das funktioniert halt so. Das funktioniert halt so. Also jedes Büro hat verschiedene Regeln und jede Arbeit hat auch verschiedene Regeln. Ja, das ist halt so. Engländer raus, lang lebe der König. Gott speichere die Königin, sagt man, ne? Ja. Also, wie machen wir das denn jetzt? Dieser Herr Denhardt, sitzt er da bei Ihnen im Haus? Ja, nicht im Haus. Der dann ist in einem anderen Büro. Also dann geben Sie mir mal Ihre E-Mail-Adresse für die Überweisungsbestätigung, ne? Da sind ja meine Bankdaten drauf. Das sollen ja nicht andere Leute sehen. Nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Also der ist von der Finanzabteilung. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ja, dann geben Sie mir mal Ihre E-Mail-Adresse. Ja, tu es. Einen Augenblick bitte. Also michael.demann. Wie schreibt man Demann denn? D wie Dora. Ja. E wie Emil. Ja. M wie Manfred. Ja. A wie Anton. Ja. Und N wie Nordpol. Und noch ein N wie Nordpol. Also zwei N am Ende. Zweimal, ja. Und wie geht's dann weiter? GLB. Also Gustav, Ludwig, Bertha. Ludwig, Bertha, Minus. Ja. Minus. Soll ich jetzt das Wort Minus schreiben? Nein, das Zeichen. Also ein Bindestrich im Prinzip, Bindestrich. Oder Minus. Oder macht das einen Unterschied? Ja. Bindestrich. Also das muss in der Mitte sein, ein Bindestrich. Ja, wo soll der auch sonst sein? Sie sind ja ein Lustiger. Sind Sie der Klassenclown? na, bin nicht. Ja, und wie geht's weiter? Graf. Also wie wieder Gustav, ja. Rudolf, Anton. Ja. P wie Peter. Ja. Und H. Ja. Punkt. Punkt. Ja. Ja. Komm. Punkt, komm. Dann schreibe ich in den Betreff Nachweis rein. Drücke einmal auf Anhängen. Ich mache das so selten. Es war gar nicht so einfach, da dieses Bild am Computer zu machen. Welches Bild? Naja, von der Überweisung. Sie wollten da ja ein Bild von sehen. Ja. Und ich habe Ihnen das jetzt rübergeschickt. Okay. Ich warte mal. Es kommt bestimmt gleich an bei Ihnen. Ja, das ist angekommen.
ist angekommen. Das ist gut, dann können wir jetzt ja loslegen, weil wenn wir da so dicke Profite machen können, dann zählt ja jede Minute, ne? Auf jeden Fall. Wer weiß, wie lange ich noch lebe, ne? Die Überweisung, wir müssen noch warten, bis die Überweisung bei der Firma landet. Ja. Das dauert wahrscheinlich 1 bis 2 Werktage. Und sie müssen mir noch die ID schicken, also die Personalausweis von beiden Seiten, also Vorderseite und Rückseite, wenn sie das schaffen können. Was wollen Sie damit denn? Mit dem Handy. Und das ist für die Verifizierung des Kontos. Ich habe Ihnen doch gerade eine Überweisung geschickt von meinem Konto. Nicht die Überweisung, ein Personalausweis von beiden Seiten. Das ist für die Verifizierung des Kontos. Normalerweise brauchen wir noch eine Rechnung, nicht älter als 3 Monate. Das können Sie selber hochladen im System. Das kann ich Ihnen gerne zeigen, wenn Sie möchten. Das können wir auch zusammen machen. Wofür brauchen Sie das denn alles? Das ist halt Prozess für die Verifizierung des Kontos. Weil es ist ein Bankinstitut. Und das ist wie bei der Bank, wenn Sie ein Konto aufmachen. Sie müssen die IDs kennen oder eine Rechnung haben. Also für die Adresse und vieles weitere. Und ein Dokument. Die Dokumente werden automatisch, wenn Sie draufklicken, wenn Sie das Konto öffnen, werden die approviert. Aber den ID und die Rechnung müssen Sie noch hochladen. Oder Sie können das entweder mir per E-Mail schicken oder Sie können das direkt auf der Webseite hochladen. Na gut, ich muss mir nur überlegen, wie ich das machen soll. Bitte? Ich muss mir noch überlegen, wie ich das machen soll. Wie Sie wünschen, das ist... Das haben wir ja vorhin besprochen, ich habe ja nur so ein ganz altes Mobiltelefon. Das kann nicht fotografieren, das kann nur telefonieren. Das ist so ein ganz altes Teil. Okay. Ich würde sagen, ich gehe hier zum Schlecker am Marktplatz und mache eine Fotokopie davon und schicke Ihnen das an die deutsche Adresse. Haben Sie da mal die Adresse für mich? Bitte sehr? Vom deutschen Büro, dass Sie mir da einmal die Adresse durchgeben. Das muss digital sein. Eigentlich wär das besser, wenn Sie ein Foto davon machen können. Haben Sie überhaupt kein Handy, was Sie ein Foto vom Ausweis machen können? Nee, sowas besitze ich gar nicht. Und eine Bin Kamera ja, vielleicht vom PC hab, oder Laptop? Ich habe einen Fotoapparat, aber der ist halt auch schon älter, ne? Der macht halt die analoge Fotos, ne? Verstehe ich. Haben Sie vielleicht keine Verwandten oder was Ihnen bei das helfen kann? Ist nicht möglich, oder? Ich wohne alleine, ne? Alleine. Mit den Hasen und den Ottern. Es war ernst gemeint. Also schicken Sie mir auch ein Foto. Von den Ottern? Was Sie da haben. Ja, was Sie da haben. Das möchte ich sehr gerne sehen. Am besten ist halt natürlich immer das Foto von der Ziege, weil da kann ich mir immer aussuchen, welchen der ganzen Charaktere ich den Leuten dann rüberschicke. Welche Ziege mögen Sie denn am liebsten? Ist egal eigentlich. Schicken Sie mir, was Sie haben. Ich freue mich auf die Bilder. Ja, weil Sie können sich das ja aussuchen, also der Ziege. Was für Charaktere gibt es? Na, die Ziege, mit der Sie jetzt gerade sprechen, die heißt ja Hans Maulwurf. Und dann gibt's noch den russischen Charakter, der heißt Dimitri. Dann gibt es eine indische Ziege, der Name ist Rakesh. Dann gibt's einen besoffenen, der heißt Roland. Dann gibt's noch einen Schwulen, der heißt Dorian. Einen Schweizer gibt es auch, der sitzt oben in den Bergen und heißt Gellert Grindelwald. Dann gibt es noch, ich denke, Sie erkennen an diesem Akzent ganz genau, um wen es sich handelt. Ich bin wieder da und nie weg gewesen. Und dann gibt es noch meine gastige Frau, die schlagt die Zammer, du elendes, diebisches Volk. Du kannst dir das aussuchen, mit wem ich dir schicken soll. Sie sind ja talentiert. Ich bin ja Clown gewesen von Beruf, ne? Wirklich? Ja, 17 Jahre lang. Mit den Kindern gearbeitet oder? Nee, mit den Ziegen. Mit den Ziegen? Ja, die müssen ja auch unterhalten werden. Das ist interessant. Finde ich auch. Fast so interessant wie dieses Gespräch. Also, ich meine, es hat jetzt ja ein bisschen gedauert. Wir haben jetzt ja schon über eine Stunde heute gesprochen. Ja. Aber ich habe jetzt ja mal so im Detail so die ganzen IBANs, die ganzen Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, die Webadressen.
die ganzen ausgedachten Namen und weiß jetzt halt auch, wie das alles funktioniert. Erst ist das Geld weg, dann noch der Ausweis und dann bist du im Endeffekt vollkommen im Eimer, ne? Na, das hat nichts damit zu tun. Das hat wirklich nichts damit zu tun. Verrätst du mir denn zum Ende noch deinen richtigen Namen? Weil der ist ja ausgedacht, der Michael. Na, der ist nicht ausgedacht. Na doch, komm, jetzt sei so ehrlich, Alter. Ich hab dir 10.000 Euro überwiesen, da kannst du ehrlich zu mir sein. Na, das ist ein Deckname. Das ist mein richtiger Name. Nein, niemals. Dann musst du mir auch eine Ausweiskopie schicken. sagen wir mal, wenn wir jetzt schon so offen sprechen, wie viele Leute fallen denn da drauf rein am Tag? Auf was? Na, auf eure Masche. Na, das ist doch keine Masche. Na doch. Das ist ja offen bekannt. Das ist ja offen bekannter Betrug. Ich habe dich jetzt eine Stunde davon abgehalten, andere Leute zu verarschen. Na, überhaupt nicht. Na doch. Na doch, du hast jetzt eine Stunde lang niemanden hochnehmen können. Na, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Na doch. Gib doch mal deine eigene Telefonnummer oder die Webseitenadresse bei Google ein. Die BaFin warnt vor euch, Anwaltskanzleien warnen vor euch, die Bundespolizei warnt vor euch. Das ist offensichtlich, dass ihr organisierte kriminelle Schweine seid. Na, das hat nichts damit zu tun. Na doch, geben Sie mal Ihre eigene Internetadresse bei Google ein. Da wird vor Betrug gewarnt. Na. Auf keinen Fall. Schlechte Bewertungen gibt es überall. Nicht schlechte Bewertungen. BaFin, Finanzaufsicht. Schlechte Bewertungen gibt es überall. Ja, aber doch nicht von der BaFin. Da kann sich doch keiner einloggen und da was schreiben. Wo steht es? Schicken Sie mir den Link von dem BaFin. Google. Wissen Sie, was Google ist? Ja, ich weiß, was Google ist, aber hier steht es. Ihr, Sir, seid ein Unhold und Rüpel und ein elender Betrüger. Ja, bin ich nicht. Swiss Investment Fraud müsste die Firma heißen. Konto auf Zypern. Ich kann nirgendwo was Schlechtes im Google finden. Nirgendwo gibt es was Schlechtes zu lesen. Bei Google gibt es nur Schlechtes zu lesen. Na, es gibt überhaupt nichts Schlechtes zu lesen. Nirgendwo. Na doch. Und vom BaFin auch nicht. Na doch, ihr seid auf Scamwatcher, Anwalt.de, Trustpilot.com, Scamwatcher. Den Link von BaFin. Sag bitte. Ja, können Sie mir schicken, wenn Sie möchten. Nee, du musst bitte sagen. Wenn ist? Na, nee. Bitte sage ich nicht. Warum? Du bist ein braves Hündchen, dann musst du auch bitte sagen. Na, braves Hündchen bin ich nicht, aber Sie vielleicht. Du bist ein braver Krimineller und übrigens die ganze Zeit live auf YouTube. Bin ich auch nicht. Du bist live auf YouTube die ganze Zeit. Die Leute lachen dich alle aus. Ist egal. Ist egal. Dein Leben ist egal. Mieser Betrüger, du Dreckiger. Geh dir richtige Arbeit suchen, du Schwein, Alter. Ja. Toilette putzen, wenn du Geld brauchst, Alter. Alte Leute hier 10.000 Euro abnehmen, du Schwein, du Altes. Hast du keine Ehre oder was? Na, offenbar nicht. Oh, meine lieben Freunde. Dafür dürft ihr mir was drunter schreiben, auf die Däumchen klicken oder was auch immer euch Spaß macht. Und euch einen Drink von meiner Partner-Hoodie gönnen. Nach diesem ewig langen Gespräch brauche ich jetzt erstmal was zu trinken. Bis dahin, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen.